bevor wir das jetzt ausbauen, jetzt bin ich gespannt, was wir hier sehen. Boah, so richtig Ü-Ei-Style. Also, Alter, Alter. Das hier wird dir mir nicht glauben. Ich glaube, man redet auch bei Videos hart. Also, das Geile ist, jetzt ist mein alter Kameramann, der eigentlich ein Jahr lang aufgenommen hat, der ist heute wieder zurück. Was passiert denn immer ein Jahr später? Was passiert denn ein Jahr später? Die Inspektionslampe leuchtet. Eidos will eine Massage und du bist immer Inspektion. Yeah. Ja, und da sollen die sagen, hier meine Kameraleute verdienen hier nichts, ey. Also ich sag immer Eidos, weißt du, ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen. Warte, warte, wann machst du denn die Inspektion? Hast du Motule? Natürlich. Nein, machen wir schon. Ein Jahr? Warum brennt er weg? Gute Frage. Wenn ihr das Video nicht vorher gesehen habt, ihr müsst dieses Video vorher schauen, damit ihr eigentlich das jetzt versteht. Wir haben ein neues Tacho eingebaut bei den E39 und haben gemerkt, dass Airbag durchleuchtet. Und ein paar andere Sachen kamen raus. Ich bin mit dem E39 gefahren. Was ich gesehen habe, leuchtet die DTC-Leuchte. Ich fahre jetzt, mal gucken, ob das schon klappt hier. So. Was war das jetzt? Eine Beschleunigung ganz kurz. Guck rein, was hier brennt. Warte, zoomen. Genau. Oh. DTC-Leuchte brennt. Und die funktioniert jetzt gerade gar nicht. Wir können die jetzt nicht ausschalten. Gar nicht. So ungefähr bei 30 km/h. Das heißt, wir haben einmal Airbag-Leuchte und die DTC-Leuchte bei mir am Brennen. Das haben die hier aufgemacht. Und jetzt möchte ich wissen, warum haben die das aufgemacht. Das heißt, wir werden jetzt dieses Tacho einmal auseinanderbauen und mal schauen, was die hier gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme euch einfach mit. Hä? Verstehe ich nicht, aber egal. Das hört sich nicht gesund an. Awesome. Da auch noch Clips sehe ich hier. So, also bevor wir das jetzt ausbauen, jetzt bin ich gespannt, was wir hier sehen. Boah, so richtig Ü-Ei-Style. Also, Alter, Alter. Das hier wird dir mir nicht glauben. Das wird dir mir nicht glauben. Echt? Was habe ich vorher gesagt? Hast du das Video gesehen? Ja, da wurde am Tacho rumgespielt. Ich will hier keinem was unterstellen, aber ich glaube, ihr habt ja gesehen, der ist ja kaputt gewesen und war nicht der Richtige. Und ich schätze mal, dass sie hier den Airbag-Leuchter rausgenommen haben. Um das Ganze zu vertuschen. Ja, und ich habe da gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ist das nicht verboten? Natürlich ist das verboten. Das ist kriminell. Da fehlt... das sollte... Krass. Guck mal hier. Welche Fuscher das, Mann? So, dass man das auch. Guck mal hier. Das hier haben die gemacht. Anschnallen. Okay. Ich hoffe, das kann man so. Anschnallen? Ah, ja. Und deswegen? Airbag. Airbag. Lass mich raten. TÜV-relevant? Natürlich. Natürlich TÜV-relevant. Das ist kriminell. Das ist nicht Fuschen. Das ist schlicht und einfach kriminell. Wahnsinn, dass einer sowas gemacht hat. Weißt du, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, was unser Airbag für ein Problem hat. Ich habe ja gesagt, dass wir hier die Stoßstange ausbauen und gucken, irgendwas Großes haben am Unfall. Aber das hier macht man nicht. Verkauft ein Auto mit Airbag-Leuchte, ist doch kein Problem. Weil dann weiß ja der Kunde, dass da was ist.
Also schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Weil ich würde jetzt was sagen, aber dann wäre ich, glaube ich... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, ehrlich. Kann man die Zeiger bewegen? Ich wollte das schon immer mal wissen. Okay. Mach mal den Tank voll. Du musst aber hier hingucken, oder? Bitte mach den Tank voll. Guck mal, ich bin reich. Früher hat man Rolex getragen, jetzt hat man... Volltank. Verbraucher. So schnell geht das. Alter, wie viele Schrauben. Darf ich eine andere Theorie aufstellen? Ja. Ich weiß das bei Sprintern, weil du hast ja bei dem letzten Video was mit Bremslichtschalter gesagt. Ja. Und das Bremslichtschalter, alles was mit Bremsen, ABS, ESP, DCC und alles durcheinander bringt, wenn der kaputt ist. Ja, weil wir auch ein neues Tacho haben. Ach du Scheiße, noch mehr Dings. Ja. Egal, ich wollte euch mal zeigen, wie es so ist, wenn man ein Tacho auseinanderbaut. Ja. Hier war Fushi. Ja. Ne? Jetzt haben wir das natürlich hier rausgeholt. Die waren ja quasi hier drauf. Hier, ne? Okay, das glaube ich, kann man das so sehen. Ja, hat man ja vorher gesehen. Ja. Auf jeden Fall, das Ding ist Schrott. Sowas darf auch nicht raus. Guck mal, einer muss sich ja gut auskennen, um sowas zu machen. Kollege, dann nimm den Multimeter und such doch nach dem Fehler. Also auch wenn das Steuergerät kaputt ist, dann holst du ein Steuergerät, dann kodierst du das und dann machst du alles neu. Fertig. Wer weiß, was da kaputt ist. Egal, ich habe es jetzt gesehen. Ja, ich muss es ausbaden, ist klar. Aber anscheinend haben wir ein großes Problem, wenn Leute sowas machen. Aber ich glaube, das in der Mitte brennt, wie du sagst, Bremsschalter. Oder, weil wir ein neues Tacho haben und das muss angelernt werden, sagen ja auch viele. Schon krass, ne? Ja, du sag mal, eine Frage, warum hat er nicht einfach die Lampe kaputt gemacht? Das geht nicht. Weil TÜV-Prüfer steigt in das Auto ein. Ja. Wagen läuft. Er macht's aus oder läuft nicht, egal. Er macht die Zündung an, guck, ob alle leuchten. Airbag, ABS. Ach, das muss einmal aufleuchten. Steuergerät, alles. Das muss einmal aufleuchten. Und dann müssen diese einzelnen Leuchten alle ausgehen. Und wenn du das ausmachst, dann wird der TÜV-Prüfer Zündung anmachen, guck, oh, Airbag leuchtet nicht. Lass das durchchecken, warum der nicht leuchtet. Vielleicht ist dein Tacho kaputt, vielleicht ist die Leuchte kaputt, vielleicht LED, egal was. Mach es fertig, komm wieder zurück. Weil Airbag muss leuchten. Okay, also ist das ein professionelles Scheißebau? Das ist Betrug. Das ist nichts anderes als Betrug. Mehr ist das nicht. Hätte er sich noch die Mühe gemacht, hier alles fertig gemacht, ich hätte das nie auseinandergebaut. Ich hätte es nie mitbekommen. Nie. Und ich hätte vielleicht das Auto fertig gemacht, ich hätte es weiterverkauft so, dann hätten die das irgendwann auseinandergebaut. Dann hätten die gesagt, guck mal, was macht der Fuzzi hier? Weil du weißt ja nicht, haben wir jetzt einen Schaden von 100 Euro oder haben wir einen Schaden von 2.000, 3.000, 4.000 Euro? Wir wissen das nicht. Ich weiß ja nicht, was hier dran ist. Für mich ist das gut, okay, klar, Drama, ich mache mal Content. Aber für einen Endverbraucher, der jetzt kein Mechaniker ist, das wäre ein Genickbruch. Hätte ich das gewusst, dass Airbag hier nicht brennt, ich schwöre, ich hätte das Auto für 1000 Euro gekauft. Also da muss ich einmal nochmal mit Tobias reden, hier mit dem Vorbesitzer. Und das geht gar nicht hier. Ich hoffe mal, er weiß nichts davon. Und wenn er was davon weiß, dann haben wir ein Problem. Der 280.000 gelaufen ist, anderen Tacho hat der drinnen,